Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute machen wir noch mal was ganz Leckeres, Basisches, und zwar ist das ein Risotto aus Goldhirse und Gemüse. Los geht's! Ich habe das im Thermomix gemacht mit diesen Zutaten. Das könnt ihr natürlich auch ganz normal in einem Kochtopf zubereiten. Die genauen Mengenangaben und alles Weitere schreibe ich euch unter das Video. Wir fangen an erstmal mit der Goldhirse. Das sind 250 Gramm. Und die müssen jetzt erstmal in einem Sieb mit warmem Wasser abgewaschen werden, damit sich die Bitterstoffe lösen. Und die Hirse kann erstmal abtropfen und zur Seite gestellt werden. Dann nehme ich zwei kleinere Möhren oder ihr nehmt eine größere Möhre in Stückchen schneiden und in dem Thermomix habe ich die jetzt ja, klein geraspelt. Ihr könnt natürlich die auch dann mit einer normalen Reibe raspeln und erstmal zur Seite stellen, weil die bleiben so, wie sie sind und werden nicht mitgekocht. Dann habe ich jetzt hier Wasser reingegeben, 350 Gramm und Gemüsebrühpulver. Das koche ich jetzt im Thermomix auf. Ihr könnt natürlich dann auch im ganz normalen Topf oder im Wasserkocher Wasser kochen und die Gemüsebrühe vorbereiten. Dazu kommt noch ein Schuss Olivenöl. Hier im Thermomix dauert das jetzt ein paar Minuten. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal ein bisschen Gemüse vor. Ich habe hier eine Zwiebel halbiert, Paprika in Stückchen geschnitten und Zucchini auch in Stücke geschnitten. Wenn die Brühe dann gekocht ist, gebe ich die über die Hirse drüber und das muss jetzt auch erstmal zur Seite gestellt werden und sollte 15 Minuten quellen. Dann gebe ich die Zwiebel in den Thermomix, zerkleiner die auf Stufe 5 für 5 Sekunden, schiebe das Ganze noch ein bisschen runter, gebe etwas Olivenöl damit hinzu und dann werden die erstmal angedünstet. Wenn die angedünstet sind, kommt das restliche Gemüse dazu, also die Zucchini und die Paprika. So wie Lauch, den schneide ich jetzt hier eben noch in Ringe. Ich benutze aber nicht den ganzen Lauch, das ist eine ziemlich große Stange, sondern bis hierhin ungefähr. Und das ist jetzt diese Menge. Und den gebe ich jetzt auch mit dazu. Und nach der Quellzeit kommt dann auch die Hirse dazu, und zwar mit der Brühe. Und das Ganze wird dann im Thermomix 15 Minuten auf der Varoma-Stufe im Linkslauf gegart. Und ich nutze jetzt auch hier wieder die Zeit, um das Gemüse zu schnibbeln, die Champignons in Scheiben, die Tomaten in Würfel. Und nach der Zeit, nach den 15 Minuten, kommen dann die Champignons und die Tomaten mit hinzu. Das sollte dann noch ein bisschen besser untergerührt werden, als ich das jetzt hier gemacht habe. Das ist ja doch ziemlich voll. Und dann wird das Ganze nochmal für 2 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf ja, erhitzt. Und da könnte man auch den Spatel noch zur Hilfe nehmen, damit das auch ordentlich durchgerührt wird. Und so sieht das dann aus. Die Champignons sind dann noch richtig schön bissfest, also richtig toll und auch von der Farbe her. Jetzt kommt dann nur noch die geraspelten Möhren unter. Dann könnte man das Ganze vielleicht noch mit ein bisschen Salz abschmecken. Meine Brühe war jetzt ziemlich salzig, bei mir war das jetzt nicht nötig. Und damit ist das Gericht auch fertig. Es schmeckt super köstlich, obwohl kaum Gewürze drin sind. Probiert es unbedingt mal aus und verzichtet nicht auf das Olivenöl, denn das macht das ganze Gericht wirklich noch mal richtig lecker. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.